Ja, Leute, es ist soweit. Dieses Jahr wird es eine Weltmeisterschaft geben. Wer ist der beste Duellant der Welt? Genau das könnte es theoretisch auch du sein. Doch wie ist das Ganze möglich? Genau dafür ist dieses Video. Ich werde euch erklären, wie man sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren kann und wie man eben daran teilnehmen kann. Zunächst einmal, ich konzentriere mich hierbei auf Master Duel, denn es wird dieses Jahr das allererste Mal Master Duel bei der Weltmeisterschaft gehen und ich freue mich wirklich und ich würde sagen, wir gucken uns eben im Detail an, wie das Ganze funktioniert und wie man sich dafür qualifizieren kann. Doch bevor wir im Detail eben darauf eingehen, wie das Ganze möglich ist, gucken wir uns einfach mal an, was während der Kampagne überhaupt zur Verfügung gestellt wird, beziehungsweise was für Geschenke wir kriegen, denn es gibt einiges, was wir da bekommen können. Und ich würde sagen, wir gehen einmal ins Spiel rein und wir sehen hier, es gibt eben Feier der Weltmeisterschaft 2023, Kampagne der Weg zu Welten. Und wir sehen hier, wir kriegen hier pro Anmeldetag eben gewisse Belohnungen. Wir sehen hier, ich habe mich schon ein paar Mal angemeldet. Wir haben hier zum Beispiel zum einen eben dann hier eben diese schöne Karte. Wir öffnen das Ganze mal und sehen hier, das ist so schön. Ich liebe ja diese Rarität. Es ist so hübsch. Ja, und diese Karte kriegen wir einfach dann eben als Geschenk bekommen, wenn wir uns den ersten Tag angemeldet haben. Beim zweiten Tag bekommen wir dann hier 500 eben Edelsteine. Nehmen wir mit, definitiv. Dann nächsten Tag 200 Edelsteine. Nehmen wir auch mit. Und dann sehen wir hier schon, auch ein Symbol kriegen wir, das wir eben in unserem Profil packen können. Ist auch sehr schön. Und dann haben wir hier eben weitere Edelsteine. Und wenn ihr euch den sechsten Tag angemeldet habt, bekommt ihr eben die letzten Edelsteine. Also nochmal 100 Stück. Ich denke, das lohnt sich. Ist ziemlich nett. Und wie gesagt, ist alles for free. Und von daher, let's go. Und jetzt schauen wir uns das an, worauf alle gewartet haben. Wie kann ich mich denn qualifizieren? Zunächst einmal, die Qualifikation wird in zwei Phasen ablaufen. Bedeutet, es gibt einmal Phase 1 und einmal Phase 2. Die erste Stage beginnt am 16. Mai und läuft dann bis zum 29. Mai. Doch wie läuft diese Stage eigentlich so ab? Auch hierfür sind wir nochmal im Spiel, denn im Spiel wird uns das Ganze sehr gut erklärt. Hier sind die Informationen für die erste Stage. Hier wird erstmal zunächst geguckt, welchen Platz ihr in der Season 16 erreicht habt in Ranked. Denn ja, wir sind gerade in Season 17, aber hier wird eben geguckt, was ihr Season 16 wart. Wart ihr Silber, wart ihr Gold, wart ihr Platinum oder irgendwas anderes? Hier wird eben geguckt und ihr werdet einen Level zugeteilt. Denn hier geht es darum, Level 20 zu erreichen, beziehungsweise das maximale Level, was eben 20 ist. Und hier seht ihr, dass wenn ihr Diamond letzte Season wart, ihr eben automatisch schon bei 10 eingestuft wird. Bedeutet, ihr habt quasi schon die Hälfte geschafft. Das Besondere ist hierbei, dass ihr, obwohl ihr bei Level 10 einsteigt, die Belohnungen für die anderen Level ebenfalls bekommt. Denn es wird ebenfalls wieder Belohnungen geben und die könnt ihr eben auch einsammeln, auch eben für die der vorigen Level. Bedeutet also nicht schlimm, wenn ihr eben höher eingestuft werdet. Ihr müsst einfach weniger machen quasi, um eben Level 20 zu erreichen. Doch wie können wir eigentlich Level aufsteigen? Naja, das ist eigentlich ziemlich einfach und zwar ihr müsst einfach nur gewinnen. Denn je mehr du gewinnst, desto eher steigst du dein Level auf und je mehr Niederlagen hast, desto mehr sinkt es. Denn ja Leute, auch euer Level kann theoretisch sinken. Jedoch gibt es eine Besonderheit und zwar dein Level wird nicht niedriger, wenn du zwischen 2 und 15 bist. Das heißt, zwischen Level 2 und 15, keine Angst, ihr könnt so oft verlieren, wie ihr wollt. Ist nicht schlimm, ihr werdet eben nicht weiter runtergestuft, aber wenn ihr gewinnt, werdet ihr eben weiter hochgestuft, was sehr gut ist. Außerdem könnt ihr, wenn ihr das Level 17 erreicht habt, nicht unter 17 fallen. Bedeutet, zwischen 15 und 17 könnt ihr halt runtergestuft werden, also bei 17 eben nicht, aber wenn ihr zum Beispiel Level 16 seid, könntet ihr theoretisch wieder auf 15 zurückfallen. Aber wenn ihr 17 gereicht habt, werdet ihr eben nicht weiter zurückfallen. Zwischen 17 und 20 ist eben das Gleiche. Wenn ihr Level 18 seid, könnt ihr zwar auf 17 fallen, aber nicht weiter zurück. Also ihr müsst zwischen 17 und 20 wirklich eine gute Winning Streak haben, eben um dann eben Level 20 erreichen zu können. Und dann habt ihr eben das maximale Level erreicht, beziehungsweise eben Level 20 und habt euch qualifiziert für die nächste Phase, um genau zu sein, für die regionale repräsentative Qualifikationsrunde. Und wie die funktioniert, schauen wir uns natürlich jetzt auch nochmal im Detail an. Zunächst einmal, die regionale Qualifikation ist vom 26. Mai bis zum 29. Mai. Bedeutet, diese Phase ist eben wirklich genau nur in diesem Zeitraum. Heißt, ihr müsst da auch wirklich spielen. Und wie kann man jetzt eben hier eine hohe Platzierung erreichen? Hier geht es wirklich darum, sehr viele Duelle zu spielen und eben natürlich auch viele Duelle zu gewinnen. Denn hier geht es um Punkte. Jedes Mal, wenn ihr ein Duell gewinnt, bekommt ihr Punkte und wenn ihr ein Duell verliert, verliert ihr natürlich Punkte. Hier geht es natürlich am Ende darum, wer eben ganz oben steht. Denn hier geht es ja darum, herauszufinden, wer quasi der beste Duellant ist. Und das macht man natürlich, indem man guckt, wer am meisten Punkte hat. Und wenn du am Ende dann am meisten Punkte hast, dann hast du dich qualifiziert für die World Championship 2023, das Finale, was dann in Japan stattfinden wird. Jedoch fragt man sich jetzt natürlich, wie viele können sich eigentlich qualifizieren? Das ist natürlich eine große Frage und insgesamt können sich nur 8 Duellanten qualifizieren.
Klingt wenig, ist natürlich auch so, aber es gibt da noch ein kleines Detail, wo wir gleich zu kommen. Zunächst einmal können sich, wie gesagt, 8 Leute eben qualifizieren. Jedoch wird das Ganze natürlich in Regionen unterteilt und je nach Region können eben unterschiedlich viele Leute eben dann zur finalen Stage kommen, beziehungsweise eben zum Finale nach Japan. Und wie viel ist das denn für unsere Region? Naja, für unsere Region dürfen 2 Stück nach Japan. Bedeutet also, die ersten 2 qualifizieren sich eben dann für den finalen Spot. Wenn du jetzt den finalen Spot erreicht hast, gibt es hier noch eine Kleinigkeit, die zu bedenken gilt. Denn ja, jeder Qualifizierte darf 2 weitere Duellanten mitnehmen. Bedeutet, wir haben hier kein 1 vs 1, sondern ein 3 vs 3. Bedeutet, wir haben ein Team. Das heißt, Team gegen Team werden am Ende antreten, um eben dann am Ende den Weltmeistertitel zu ergattern. Bedeutet also hier nicht nur, dass du alleine hingehst, sondern du gehst eben zu dritten. Und da das Ganze ja sehr viele Informationen sind, habe ich das Ganze jetzt mal hier überschaubar dargestellt. Und zwar, die erste Stage findet eben von 16. Mai bis 29. Mai statt und du musst eben das maximale Level erreichen, beziehungsweise Level 20. Wenn du das getan hast, darfst du eben an der regionalen Qualify-Runde teilnehmen und die ist dann eben von 26. bis 29. Mai. Hier musst du dann eben eine der Top-Platzierungen erreicht haben. Wie gesagt, bei unserer Region sind es 2, das heißt, die ersten 2 dürfen dann eben weiter. Und das Besondere hierbei ist eben, dass das nicht mehr dann Solo ist, sondern eben Team, heißt Team eben mit 3 Leuten, bedeutet also eben 3 bzw. 6 Leute werden dann eben unsere Region vertreten und eben dann in Japan spielen. Doch jetzt denkt sich bestimmt der ein oder andere, ich weiß nicht, ist das wirklich was für mich? Naja, im Grunde ist es für jeden etwas, denn es wird wieder Belohnung geben. Ich habe ja schon bereits gesagt, wenn man gewisse Level erreicht, wird man Belohnung bekommen und insgesamt gibt es eben dann gratis Geschenke. Wie zum Beispiel hier sieht man ja auch schon, dass man 3500 Edelsteine insgesamt bekommen kann und das ist schon sehr nice. Zusätzlich wird es natürlich auch noch andere Sachen geben, über die eben aber noch nichts gesagt wird. Aber auf jeden Fall 3500 Edelsteine sind drin, was schon mal sehr gut ist. Von daher ist die Qualifikationsphase nicht nur was für Leute, die wirklich auf die Weltmeisterschaft wollen, sondern wirklich für jeden. Und wer weiß, am Ende läuft es vielleicht doch besser als gedacht und wir sehen uns dann im Finale. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg und diesen Weg werden wir gemeinsam gehen. Denn auch ich werde an der Qualifikationsphase teilnehmen und werde das Ganze streamen und mit euch eben erleben. Ich freue mich auf jeden Fall riesig mit euch, diese Reise zu machen und ich hoffe, ihr nehmt natürlich auch teil, weil dann kann man gucken, wer am Ende vielleicht den einen oder anderen Platz erreicht hat. Das war jetzt auch der Überblick, wie ihr an der Weltmeisterschaft im Master Duel teilnehmen könnt. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie immer unten in die Kommentare. Ich werde sie natürlich dann selbstverständlich beantworten und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.